Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zum Part 2 vom Polizeihubschrauber-Simulator. Los geht's. Ich habe nicht gespeichert, oder was? Ah doch, wir haben das Tutorial letzten Part gespielt. Entschuldigung, habe ich vergessen. Jetzt geht's los. Jetzt gehen die Einsätze los. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Vielen herzlichen Dank übrigens für den Titel Fauxpas im letzten Part, im ersten. Sollte nicht vorkommen, aber naja, passiert. Ich bin mir auch noch nicht sicher, was wir alles im Hubschrauber so erledigen können. Irgendwie. Also ich meine, man kann Verbrecher jagen, die weglaufen. Was macht so ein Hubschrauber denn noch? Ich meine, da unten brennt jetzt gerade was, aber wir löschen ja keine Brände mit einem Polizeihubschrauber. Hallo, na egal. Guten Morgen. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Es gibt ja keine Arbeit. Neue Aufgabe. Oh mein Gott. Hast das schön. Punkte haben wir keine. Hier ist die Dienstzentrale. Moin. Hallo. 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 Was, seid ihr unhöflich? Macht euch mal das Licht an, Jungs. So, er sagte ja, wichtig ist, immer ausreichend trinken. Nicht schlecht. Was ist das? Das ist das besonderste Bild. Ich hasse Kunst, Leute, ohne Spaß. Kunst kann man nicht entziffern manchmal. Moin. Ja, grüßt mich halt alle nicht. Oh, da startet ein Heli. Und weg ist er. So schnell geht's. So, ich würde mal sagen, wir gehen direkt ganz nach unten. Was wird da wohl hinter sein? Der Secret-Raum. So, ich gehe mal kurz pinkeln. Hallo? Ich würde gern. Achso. Ich muss gar nicht pinkeln. Die Leuchtstoffröhren sind cool. Hier ist das Vorfeld. Sehr schön. Oh, kann man sich hier was zu essen holen? Nein. Pirol 240 hört. Bitte schön. Oh je. Typ Coupé, Farbe schwarz. Wir haben verstanden und machen uns sofort auf die Suche. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Typ Coupé. Das ist ein Coupé, ein schwarzes Coupé suchen wir. Ich hoffe, dass hier in diesem Spiel nicht viele schwarze Coupés rumfahren. Okay, das ist auch das angezeigte Gebiet. Die Musik ist ja episch. So ein Helikopter braucht echt lange zum Starten, ne? Wenn man das... Boah, da hinten driftet einer, habt ihr gesehen? Der hat den geileren Job. Bekommt langsam Fahrt, der Gute. Konzentriert euch mal nur auf die Rotorblätter.
Na also. Auf geht die wilde Fahrt. Also wir sind auf der Suche nach einem schwarzen Coupé. Dazu haben wir 4 Stunden Zeit. Ne, 4 Minuten. Ein schwarzes Coupé. Okay, ich dachte, die hilft was, die Landungskamera, aber nein. Okay, keine Kamerasicht, die mir jetzt helfen würde. Auf Anhieb. Ich glaube, die sind alle gleich froh, wenn ich wieder gelandet bin. Ja, nicht, dass sie in den Bergbau gefallen ist. Ja, gefunden. Tirol 240 an Leitstelle. Wir haben das gesuchte Fahrzeug gefunden. Wir haben verstanden, Tirol. Deine Sicht wurde frühzeitig beendet, weil der Helikopter großen Schaden erlitten hat. Aktuelle Karrierestufe 1. Wie? Ich bin doch perfekt gelandet. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja schon unhöflich. Meinen die das jetzt ernst? Hallo zusammen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Das ist kein Problem. Es war alles gut. Ein normaler Patrouillenflug auf dem Dienstplan. Okay. Mach dich also direkt mit dem Helikopter auf den Weg und halte Ausschau nach Auffälligkeiten. So, das war's auch schon. Dann mal alle ja, dann an die Arbeit. Wusch. Und tschüss. Auf zum Helikopter. Falsche Richtung. Ja, ist natürlich lustig, ne? Also, eigentlich wollte ich natürlich nicht so schnell landen, wie ich gelandet bin. Das war schon ein bisschen heftig. Muss man ja schon zugeben, aber naja, die sehen das viel zu eng. Und wo zur Hölle sind meine ganzen Kollegen? Ist echt eine Unverschämtheit, dass sie sich die ganze Zeit verpissen. Tag. Sitzt man immer im Helikopter rechts? Würde mich ja schon verwirren. Bin ja nicht hier in Great Britain. Wo sind meine Hände? Ach, die legen wir einfach auf den Schoß und hoffen das Beste. So wie sie. Sehr gut. Wirklich ein cooler Effekt, wenn man nur auf die Rotorblätter guckt. Also bis jetzt flasht mich das Game noch nicht. Bis jetzt ist da noch Stillstand im Hören. Aber da vorne brennt etwas. Ah ne, ist ein Kamin, glaube ich. So, und jetzt gleich ist er ready. Jetzt sind wir weg. Sehr schön. So, starten wir einfach mal den Patrouillenflug. Fliegen wir einfach. Genau. So, und dann fliegen wir einfach mal ein bisschen rum. Ob wir irgendeine Auffälligkeit sehen. Ob wir irgendwo eine Katze im Baum entdecken. Ob wir einen beim illegalen Scheißen in die Wildnis entdecken. Liebespärchen oder so. Unwahrscheinlich.
Ah, hier ist der Tagebau. Sehr schön. Ich meine, ist ja in Aachen in der Nähe ja auch einer, wo die ganzen Aktivisten unbedingt Baumhäuser bauen möchten und so. Ich meine, wenn sie dazu Lust haben, sollen sie das gerne tun. Also mir ist das Wurst. Ich hätte was Besseres, glaube ich, zu tun. Können wir mal hier diese Straße gemütlich abfliegen. Boah, bin ich froh, dass ich kein Bundespilot bin hier. Die armen Leute, die mit mir mitfliegen müssten. Hier ist auch niemand. Hier können wir niemanden anscheißen oder so. Hier passiert auch nichts. Der sieht auch nicht so verdächtig aus. Was da? Ja, einfaches Kreuzungsproblem. Nichts für einen Profi-Helikopterflieger wie uns. Ist auch nix. Irgendwo ist ein anderer Helikopter. Man hat nicht wirklich ein Ziel gerade. Ich meine, natürlich ist es realistisch so. Das ist eine Rennstrecke. Würde ich sagen, fliegen wir wieder zurück, oder? Ja. Ist das schön hier. Man kann zumindest auch nicht überlanden, wo man möchte. Hier ist ein Landeplatz und so. Ich denke auch mal, das war der strategische Fehler, den ich hatte. Nein, 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 nein. Ay, caramba. Und? Sehr gut. Hat doch funktioniert, würde ich sagen, oder? Wir sind gut angekommen. Dann haben wir unseren ersten Patrouillenflug hinter uns. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt gesund, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao. Swallow it like who knows.